Die 29-jährige Jasmin Marx ist im 8. Monat schwanger und wurde nach einem Ohnmachtsanfall von der Notaufnahme auf die Gynäkologie überwiesen. Das Team um Dr. Johanna Krämer will nun herausfinden, was hinter dem Kollaps steckt. Was ist jetzt passiert? Ach, ich war gerade am Babysachen shoppen und auf einmal ist mir total schwindelig geworden. Da bin ich zusammengebrochen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit das mir ist. Das ist aber zum ersten Mal passiert. Das ist jetzt zum ersten Mal, sonst ist immer alles gut gewesen. Also die Schwangerschaft verlief bis jetzt auch immer noch gut. Sie haben einen Mutterpass dabei. Mhm. Genau, den habe ich in der Handtasche. Dann soll ich mal gucken? Ja, bitte. Dürfen wir den bitte mal anschauen? Bei Frau Marx war absolut unklar, woher ihre Ohnmacht rührte. Und aus diesem Grund mussten wir die Patientin hier stationär aufnehmen und die näheren Umstände abklären. Mithilfe einer Ultraschalluntersuchung checkt die Frauenärztin zunächst, ob es dem Baby nach dem Sturz der Patientin noch immer gut geht. Außerdem kann die erfahrene Medizinerin so eventuelle Auffälligkeiten im Mutterleib erkennen. Sie wissen schon, was es wird, hat der Gynäkologe das schon gesagt. Mädchen. Mädchen. Haben Sie noch schon einen Namen? Wir sind uns noch nicht ganz so einig. Okay. So. Das kommt noch. Ja, gut. So, Sie können da ein bisschen mitschauen. Ja. Also. Das tut schon ein bisschen weh. Das tut schon weh? Ja. Okay. Oh, ich drücke nicht so stark. Aber also, das ist eine Schädellage. Das Baby liegt also mit dem Kopf unten. Das ist schon mal richtig. Ja. Fruchtwassermenge sieht auch gut aus. Plazenta. Mhm. Rauchen Sie? Ist es ein bisschen verkalkt? Mhm. Mhm. War Ihnen zwischendurch mal übel? Nee, nur heute hat das irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Auf einmal wurde mir total schwindelig. Und Erkältung haben Sie auch nicht? Nee, Fieber? Und überhaupt gar nichts. Mhm. So. Ich mache noch mal eine grobe Messung. Denn der letzte Ultraschall vom Gynäkologen hatte ja auch die zeitentsprechenden Werte ergeben. Ich kontrolliere es jetzt nur noch mal kurz. Ne? Die Ultraschalluntersuchung beim Baby war Gott sei Dank unauffällig. Aber Frau Marx hatte einige pathologische Auffälligkeiten. Ihr Blutdruck war grenzwertig erhöht. Sie hatte Schwellungen, Wassereinlagerungen an den Unterschenkeln und Füßen. Und da mussten wir natürlich weiter forschen und Laboruntersuchungen veranlassen und Urinkontrolle durchführen lassen, um herauszufinden, was da nun hintersteckt. Bis die Laborergebnisse der 29-Jährigen vorliegen, soll sie jeglichen Stress vermeiden und sich in ihrem Patientenzimmer ausruhen. Doch eine Begegnung im Krankenhausflur versetzt die werdende Mutter erneut in helle Aufregung. Sag mal, bist du Jasmin? Ja. Die kleine Schwester von Eva? Oh Gott, ja, hi. Nadine, na? Ja. Alles gut? Ja, es geht um bei dir. Ja, auch, auch. Auch. Okay. Also ich warte auf meine Mutter gerade, die wird operiert. Okay, dann alles Gute. Ja, und dir auch. Also ja, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, ne? Ist alles gut. Dankeschön. Ja, ciao. Okay. Danke. Tschüss. Ciao. Boah, oh Gott. Wieso? Oh nein, ja, dass die mich jetzt hier gesehen hat, das hat dir jetzt auch noch gefehlt, dass die jetzt noch da war. Aha. Aber ist doch nicht schlimm irgendwie, oder? Naja, das ist die beste Freundin von meiner Schwester. Meine Schwester darf bloß nicht erfahren, dass ich jetzt hier im Krankenhaus bin und auch noch schwanger. Ja, von uns erfährt sie das nicht, klar. Aber vielleicht sagt die das ja auch gar nicht. Die hat sie ja nur wahrscheinlich ganz hat sie schon die Nachricht raus. Jetzt ist das so eine? Ja, das ist so eine. Okay. Ach, sie hat sie ja nur ganz kurz gesehen. Ja, genau, ganz kurz. Meine Schwester weiß schon Bescheid. Super. Ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Ja, doch, erst recht, wenn sie erfährt, von wem das Kind ist. Das ist ja. Wieso? Ach, wenn ihre Schwester das erfährt. Ja, genau, das. Okay. Mhm. Ja. Warten Sie erstmal ab. Ich denke mal, da muss ja nichts kommen. Das weiß sie auch gar nicht, von wem das Kind ist. Das sehen Sie sich fest. Ja. Es war gleich klar, dass zwischen Frau Marx und ihrer Schwester wohl ein größerer Konflikt bestehen sollte. Und der werdende Vater spielte da wohl auch eine Rolle. Also da war schon klar, da musste mehr dahinter stecken. Also das hat uns dann auch noch mal ganz gut zu denken gegeben. Dass die hochschwangere Patientin Recht behalten soll und die Freundin ihrer Schwester tatsächlich sofort zum Handy gegriffen hat, zeigt sich wenig später.
Denn Krankenschwester Carla wurde auf dem Flur von Jasmins Schwester angesprochen, die nach 3 Jahren Funkstille offenbar das Kriegsbeil begraben will. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie möchten noch einen Moment draußen warten. Nein, ich habe mir jetzt gerade so Sorgen gemacht. Das ist, hallo, Jasmin. Ja. Wie geht's dir, Dean? Ja. Nadine hat mich angerufen. Die hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus liegst. Ja, jetzt. Du bist ja schwanger. Ja. Hi. Hi. Ja. Okay, Mann, lange nicht mehr gesehen, oder? Ja. Wie weit bist du denn schon? Ja, schon im 8. Monat, ne? 8. Monat, ja. Okay. Du bist Tante. Wow, das ist schon eine Visite. Frau Marx. Sie haben Besuch. Ja, ist meine Schwester. Aha, das ist ja schön. Sie darf auch hier bleiben, wenn ich so ein bisschen was erzähle von unseren Befunden. Ja, klar. Ja? Ja, wie fühlen Sie sich? Es geht. Es geht. Mhm. Das Blutdruckprotokoll haben Sie ja mitverfolgt, haben wir da liegen. Die Werte sind schon auffällig. Also für die Situation in der Schwangerschaft muss man schon sagen, sind die Blutdruckwerte erhöht. Sie haben eine Präeklampsie. Also das ist das. Was? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Im Volksmund kann man sagen Schwangerschaftsvergiftung, obwohl es nicht so sich das sehr sehr schlimm anhört. Das wird schon. Aber das ist eine Kombination aus Bluthochdruck, Eiweißausscheidung und unter Umständen auch allgemeine Veränderungen können dazukommen, Leberwertveränderungen. Die Blutplättchen können sich verändern. Das wollen wir allerdings alles verhindern. Und werden Ihnen auch dann die entsprechende Medikation zukommen lassen. Dann müssen wir gucken, wie Sie darauf reagieren. Okay. Ja? Also im Augenblick kann man das alles noch in den Griff kriegen. Mhm. Ja? Sie müssen aber hier bleiben. Sie dürfen sich nicht aufregen. Mhm. Sie sollen alles ganz in Ruhe machen und sich nur entspannen. Wir tun alles dazu. Okay. Dass Sie es hier bei uns gut haben. Mhm. Ja? Aha. Sorry, Schatz, das hat ein bisschen länger gedauert. Oh, Steffen? Eva? Was? Was hier? Nein. Nein, sag nicht, du bist immer noch mit dem. Nein. Bist du auch noch der Vater von dem Kind? Ja, ja, was? Hast du sie gerufen? Nein, ich hab sie nicht gerufen. Sag mal, ihre Freundin und hatte mich warum bin ich eigentlich hierher gekommen? Bitte, hört auf. Guck, hätte ich das so gewusst? Also, ich mach mir Sorgen Eva, und dann. Bitte. Also, nee, vielleicht sorry. Ein bisschen ruhiger. Eva. Also, Aufregung nee, tut. Also, bei aller Liebe. Eva, bitte. Nee, sie bleiben liegen. Sie bleiben liegen. Sie brauchen Ruhe. Gerade jetzt das allererste Mal gesehen. Ja, das verstehe ich. Aber denken Sie jetzt hauptsächlich an Ihr Kind. Das ist das Wichtigste jetzt überhaupt. Ja? Ja. Beruhigen Sie sich. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Die Schwester bleibt noch ein bisschen bei Ihnen. Ja? Ich hol dir erst mal einen Tee jetzt. Dann kannst du dich erst mal beruhigen. Ja, selbstverständlich. Zur Beruhigung draußen haben wir die Tee. Erst zusammen. Ja, warten. Das heißt, ich messe noch mal einmal durch. Misst du Blutdruck, ja. Frau Marx. Und das war eigentlich gut, dass er gleich gesagt hat, ich hol dir mal einen Beruhigungstee. So konnten wir die Situation nutzen, um uns mit der Patientin einmal in Ruhe zu unterhalten. Und sie konnte uns ihre gesamten Ängste und diese Familiensituation und die ganzen Hintergründe erklären. Also meine Schwester, die war früher in ihn total verliebt. Die beiden waren ja eine Zeit lang zusammen. Bei ihnen hat die Beziehung halt nicht funktioniert. Bevor Sie zusammen waren, oder was? Wir zusammengekommen sind. Und ja. Na ja, auf jeden Fall stand ich ihm bei. Und irgendwie haben wir uns danach verliebt gehabt. Ja, und sowas passiert. Ja, aber sie ist jetzt der Meinung, dass ich ihn ihr ausgespannt habe. Und sie gibt mir halt die ganze Schuld. Mhm. Mhm. Und in der Zwischenzeit, so wie ich das verstanden habe, keinen Kontakt? Nein, wir haben uns seit ungefähr 3 Jahren nicht mehr gesehen. So. Ach so. Sie hat mich halt vor die Wahl gestellt. Und eigentlich habe ich gedacht, dass es sich bei ihr irgendwann mal wieder beruhigt und dass sie sich einbekommt, aber... Ach so. Und ich habe dir erst mal einen Tee gemacht hier. Ja, danke. So wie du es magst, Früchtetee. Oh, danke. Und war die ganze Zeit kein Kontakt? Ich habe das gerade gehört von,
ja, ihrer Freundin und der Schwester. Und jetzt ausgerechnet treffen sie sich wieder. Das hätten wir gern verschoben, wenn das überhaupt passiert, sage ich mal. Ja. Aber ihre Schwester hat ja so extrem drauf reagiert. Sagen Sie mal, war da irgendwie was parallel? Nein, also wir waren mal zusammen, aber das eine hat jetzt gar nichts mit dem anderen zu tun gehabt. Also wir sind völlig unabhängig davon zusammengekommen. Ich habe mich in sie verliebt und habe sie gar nicht als ihre Schwester jetzt wahrgenommen in der Situation. Ne? Aber als die Beziehung schon zu Ende war, ja, klar, ne? Da ist auch Zeit zwischen gewesen, wie gesagt. Aber ich habe mich halt in sie verliebt. Und, ja, sowas. Und da habe ich nicht drauf geachtet, wer es dann halt ist. Ne? Ja, ja, das kann man nicht beeinflussen. Nein. Ich wollte jetzt einfach nur, es ging halt ums Kind jetzt. Ne? Und wollte jetzt nicht, dass der Stress da jetzt passiert. Ja, ja. Das war natürlich auch eine heftige Reaktion jetzt von ihrer Schwester. Trink ruhig was schon. Ja, das tut dir gut. Das wird dann schon. Während Freund Steffen sich um die schwangere Jasmin kümmert, versucht Carla Himmel auf dem Flur, deren aufgelöste Schwester zu beruhigen. Für die Rechtsanwaltsgehilfin war das Zusammentreffen mit ihrer ehemals großen Liebe ein Schock. Ich wäre jetzt auch im Leben nicht von ausgegangen, dass sie von Steffen schwanger ist. Ja, aber ihre Schwester ist Ihnen doch wichtig. Und gucken Sie einfach mal, wie Sie sie unterstützen können. Oft ist das auch ganz gut, einfach mal drüber schlafen, alles sacken lassen. Ja? Hallo, Entschuldigung, kann man einfach kommen? Oh, warten Sie mal, ich muss mal sofort zu Ihrer Schwester ins Zimmer. Einen Moment. Ja. Was ist los? Meine Freundin geht nicht gut. Okay. Oh. Max. Oh, Max, ich habe so Schmerzen auf einmal bekommen. Ich hab. Oh. Ja. So, bitte noch mal Blutdruck messen. Das hat gerade angefangen erst. Ich glaube, das sind Krämpfe oder so. Oh, sie ist auch ganz blass, ganz kaltschweißig, ja, oder? Ja, total heiß. Ich habe. Ja, mal ganz locker. Kann sie vielleicht irgendwas geben, damit sie. Gucken Sie mich mal an. Am Beispiel von Frau Marx hat man gesehen, wie sich die Psyche und die emotionale Belastung der Patientin auf das Krankheitsbild ausgewirkt haben. Und man kann allgemein nur sagen, in der Schwangerschaft immer zuerst ans Kind denken, versuchen, Stress zu vermeiden oder auch mit den Ärzten eine Aktivität zu entwickeln, Stress abzubauen. Denn für Mutter und Kind ist das eine sehr nachhaltig gefährdende Situation. Wir werden das Kind per Kaiserschnitt holen müssen. Okay. Also die Situation hat sich verschärft. Das Blutdruckmittel greift nicht recht. Soll ich mal EKP reden? Ja, doch, mal eben an, trotz Blutdrucksenkmittel höher geworden. Okay. Wir werden das jetzt alles in die Wege leiten. Aber das ist sicher, oder? Das also da kann dem Kind nichts passieren Kind, jetzt, oder? Dem Kind könnte nur was passieren, wenn wir den Kaiserschnitt nicht machen, ne? Okay. Ja, ja, klar. Okay. Dann sollten wir auch jetzt, oder? Ja, wir fahren los. Die Aufregung hat bei Jasmin zu einem Krampfanfall geführt und ein Notkaiserschnitt ist unumgänglich. Besonders wichtig ist dabei, dass sich die Erstgebärende entspannt. Im Einleitungsraum versucht Dr. Johanna Krämer daher, die werdende Mutter zu beruhigen. Sie dürfen sich nicht aufregen, es muss alles in Ruhe gehen. Und wie ich sehe, sind die Werte auch schon mal in Ordnung. Denken Sie jetzt nur ans Baby. Ich habe doch niemanden außer meine Schwester. Ich habe keine Ahnung, sie ist 3 Jahre jetzt weg gewesen. Wir haben unsere Eltern verloren, unsere Mutter ist vor 7 Jahren gestorben und ich habe niemanden außer sie. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, wie es weitergehen soll. Und jetzt wird sie auch noch Tante. Was ist, wenn sie das Kind überhaupt gar nicht mehr kennenlernen will? Jetzt müssen Sie erstmal nach vorne schauen. Genau. Denken Sie erstmal nur an Ihr Baby. Alles andere wird sich einrichten. Zunächst einmal ist wichtig, das Baby gesund auf die Welt zu holen. 2 Stunden später ist alles überstanden. Das Kind ist auf der Frühchenstation und die 29-jährige Mutter wieder zurück in der Gynäkologie. Dort hat nicht nur ihr Freund und der Vater des Kindes auf sie gewartet, sondern auch Jasmins Schwester Eva. Tut mir echt leid, dass ich dir so eine Szene gemacht habe. Das war echt mega unangebracht. Ich finde es trotzdem total schön, dass wir beide jetzt hier wieder vereint sind. Und ja, ich meine, du bist Tante geworden. Ja. Ist denn alles gut gegangen? Geht's dem Baby gut? Dir auch? Ja, danke. Super. Alles gut. Was ist es denn? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ja. Geil. Nein? Kleine Sophia. Kleine Sophia. Ja. Ja. Vielleicht können wir ja die ganzen alten Sachen so ein bisschen vergessen. Das wäre total super. Du weißt, dass wir nur uns haben. Ja, eben. Vielleicht können wir, wenn du dann aus dem Krankenhaus wieder entlassen bist, einen Spaziergang durch den Park machen oder so. Erstmal nur wir zwei,
Sehr gerne. Das ja, würde mich echt freuen. Ich freue mich echt für dich. Wahnsinn. Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Danke. Schön, dass ihr euch wiedergefunden habt. Ich halte mich auch zurück. Also ihr könnt euch ruhig erstmal wieder annähern. Ja, alles klar. Super. So, pass auf, ich bin dann erstmal wieder weg. Ich muss in die Kanzlei und du meldest dich, wenn du entlassen bist. Ich melde mich, ja? Danke. Okay. Schön, dass du da warst. Ja. Tschüss. Ciao. Frau Marx wird noch eine Weile bei uns bleiben, denn auch Postsektionen ist die Gefahr der Gestose noch nicht gebannt. Man muss erst abwarten, dass sich alle Parameter stoffwechselmäßig, blutdruckmäßig wieder normalisieren, auch ohne Medikamente. Und erst dann kann die Patientin entlassen werden. Nach 6 Tagen war es dann endlich soweit. Und der frisch gebackene Vater Steffen durfte seine Lebensgefährtin und Töchterchen Sophie mit nach Hause nehmen. Die beiden Schwestern haben sich mittlerweile ausgesprochen und nähern sich langsam wieder an.